So Leute, willkommen zu einem neuen Video. Ihr wisst Bescheid und ihr habt das ja auch gehört. Jemand ist einfach mit so einem Saxophon, auch mit so einer Trompete, einfach so in die Bahn gestiegen. Junge, chill mal. Ich bin wieder mit dem Team unterwegs. Auch bekannt als Kleider LP. Der Typ, der damals die Super Mario 3D Land Suche Gamesy gerockt hat, bis irgendein anderes Player kam und er dann nicht mehr von der Suche gefunden wurde. Traurige Geschichte, bitte nicht weinen. Und ja, das ist Timo. Moin. Moin, ciao. Zuschauerbindung ist jetzt erstmal gesunken, easy. Und nicht Spaß. Und Leute, ihr habt das gesehen, der Typ hat erstmal zwei Regeln gebrochen. Lärm und hat nachher noch gebettet, das Saxophon, der Trompeten, Mensch, aber passiert. Und jetzt sind wir gerade beim, wo sind wir hier? Irgendwas so Rathaus heißt das. Hilf mir mal bitte, Timo. Da ist das Schild, da kannst du gleich raufschwinden. Hier steht Lüneburger Straße. Da. Ah, hier steht Harburg Rathaus. Ja, moin, kennt man. So Leute, jetzt geht's erstmal zum Panorama. Ja, das ist Panorama Hotel. Stimmt sogar dran. Easy Game. Und ich muss jetzt hier einchecken. Ja, so Leute, wir haben ein Zimmer bekommen. Easy, Schwitzer wie die Sau. Was für eine Zahl? 106, aber gut. Man kommt so rein, aber so dass die scheiß Karte hinhalten. Und dann steht, dass es das nicht gibt. Ist es nicht falsch? Ist es 109 vielleicht? Wo steht denn das? Jedes Mal, wenn ich in einem Hotel einchecke, gehe ich in das Falsche rein, keine Ahnung. Wo steht denn das? Aber Zimmer hier. Ja, Zimmer 109. Oh, 109, 106. Okay, ich bin gut. Okay, das ist mein Zimmer. Geil. Spannend. Geil. Ich muss gerade ein Tuch, kann man sich damit abtrocknen? Ja, geil, so ein Bit. Da, okay, first try, easy. 120 Euro für das bezahlt, ciao. Das ist eine schöne Brücke in meinen Augen, oder der Untergang ist halt schön. Chillig. Und hier sind noch ein paar Enten. Ente süß-sauer vor meiner Fresse. Schau doch mal den Weg an, das sieht auch gut aus. Ja, so chillig. Ja, keiner hat mich ein bisschen begeistert von Dingen, wo andere Menschen nicht begeistert waren, aber egal, was wir hier tun. Leute, ich habe Berliner gekauft hier. Easy. Mit Smart, das kenne ich so von der Schweiz gar nicht. Ich auch, ich kenne das nicht mal von hier. Ich will mal, dass das sehe. Dieses Bild. Okay, wir sind jetzt bei der Dreifaltigkeitskirche. Das heißt, die Kirche wurde gegründet 1650, zerstört am 21. November 1944, neu erbaut am 17. Juni 1962. Und habt ihr alles mitbekommen, was er gesagt hat? Ich nicht, aber. Das ist das Einzige, was von der Kirche übrig geblieben ist. Schaut mal, Leute. Eine scheiß Wand. Geil. Und auch die Musik, keiner von wo die kommt. Ob irgendwie aus der neuen Kapelle höchstwahrscheinlich. Ich dachte, Jesus ist oberhalb von uns. Ja, Jesus ist wieder auferstanden und kriegt das die Musik. Ja, das klingt schon logischer und sinnvoller. Das war eine ganze Kirche und jetzt so gar kein Dach hier. Ja. Da. Geil. Und diese Getränke. Wenn jemand Pfand sucht, hier ist was übrig. Leute, das war damals, keine Ahnung, welchem Jahrhundert, ne? Aber das war damals so eine Fabrik. Gummibarenfabrik oder Gummibaren, ich bin mir nicht ganz sicher, wo das genau war. Aber das war nicht im letzten Jahrhundert, das war glaube ich noch zu meinen Lebzeiten, dass wir noch was gemacht haben. Hallo. Also ich glaube bis 2000, das ist 2004, wir machen einfach hier rein, theoretisch. Und das, du kannst da rein, aber was willst du da drin? Ja. Und da steht unter Denkmalschutz jetzt, wie wir sehen. Ja, da wird es abgerissen. Oh, hier ist ein Hund! Die glaube ich nachher, wenn ich wieder zurückkomme. Und hier sind einfach geile Wohnungen. Also wenn ich hier wohnen würde, so keiner hat es geschafft. Da. So biggest garden of the world, so World Record Halter hier. Läuft mir aus meinen Füßen gerade. Und ich bin einiges gelaufen heute schon. Jetzt gehen wir zu den Schleusern. Die Schleuse geht auf. What? Hilfe! Hilfe! Der geht auf. Scheiße, ich hab Angst, Mann. Höhenangst nennt sich das. Stell dir vor, ich flieg hier runter, dann bin ich tot, keine Ahnung. Oh. Geil. Ich fühl das. Chillig. Leute, hier gibt's einfach Kondome zu kaufen. Die
Gegenüber, das nice. Sollte man dazu sagen, es sind nicht die billigen Automatenkondome, sondern es sind halt dann die guten tatsächlich, die im Automat sind. Echt geil. Ja. Gekauft. Echt Spaß. Ciao. Leute, hier suchen Sie übrigens den Bus aus, ne? Nein. Nein. Läuft bei uns. Okay, da Leute, schaut doch mal dieses schräge Haus hier an. Leute, wir sind jetzt vom Bus ausgestiegen und hier sehen wir die Einkaufsmeile in Anführungs- und Schlusszeichen. Ja, easy. Da ist jetzt mehr Menschen hier als bei Ninja in den Livestreams, keine Ahnung. Also schon einiges los hier. So, wir sind jetzt beim Dönerladen gewesen. Dünne Tüte 4 Euro, wisst Bescheid, in der Schweiz 10 Euro oder so, oder 9 Euro. Unterschied hier. Und Wasser. Abonniert. So, jetzt geht's weiter im Center, Leute. Und dann essen wir ein Eis. Nice, Eis. Eiskaffee Adriatico. Easy. Das ist meins hier. Easy. Geil. Man kennt das, man läuft durch Hamburg und dann hier ein Einkaufswagen. Passiert. Da wir vorstellen, Hamburg am Samstagabend. Überall Menschen. Man könnte meinen, dort gibt es Freibier, keine Ahnung, so viele Menschen sind dort. Leute, hier sind ein paar Speicher. Wir sind vor den Speichern unterwegs. Ja, hallo, ich bin irgendwie echt tot jetzt ein bisschen. Aber nachher geht es eh noch zum Hamburger Dom. Holy shit. Ich bin echt tot ein bisschen. Ja, moin. Jetzt gehen wir zu der Modellbahn-Ausstellung. Leute, die Warteräume sind auch richtig geil. Mache ich auch auf Fake-Fotos, mache ich dann jetzt zwei Fotos ein, wo man wirklich denkt, dass ich jetzt einfach hier irgendwie im Zug sitze oder so. Das ist richtig geil hier. Also wenn die Sitze nicht geil sind, dann weiß ich auch nicht. Da kann man auch ein Foto machen und so tun, als wären wir im Zug. Oder sonst irgendwo in einem Gefährt. Aber am Ende sieht es einfach so aus. Ballert. Also los geht's zur Miniatur Wunderland. Ich bin sehr geil. Hier seht ihr ein paar Dinge halt, die nachgebaut wurden. Das ist Amerika zum Beispiel. Schon beeindruckend auch hier. Und weißt du, das Faszinierende ist halt, dass die Autos unten fahren ja mit so Magnetdingern. Ja? Und diese, also es gibt ja. Das ist irgendwie einzigartig, dass die Autos auch noch fahren. Jetzt wird es langsam dunkel hier. Gut, dass du angehalten hast. Gut. Und Coca-Cola als Person oder als Fahrer ist. Hilfe, Leute. Wie geil wäre das denn? So ein Restaurant hier in der Schweiz oder irgendwo in Deutschland. Zu heftig. Und so sieht das Ganze aus. Leute, schon Notfall. Wie ihr seht. Und hier ist auch Autokino. Keine Ahnung, so voll nachgebaut. Da haben wir die Schweiz nachgebaut. Berge über Berge. Episch. Leute, hier ist einfach Donkey Kong, Banane. Das sind einfach Minions. Das sieht man nicht. Schau das an. Ah, das ist die Minions, Leute. Ja, los. Ich fand die Vorstellung, dass es Donkey Kong ist, irgendwie angenehmer. Ja, klar. Als ob hier der Fisch einfach so hallend wird. Die hat es geschafft. Leute, wir sind jetzt durch. Jetzt geht's ab zum Dom. Also Hamburger Dom. Da gibt es ein Riesenrad und andere coole Dinge. Also bis nachher. Leute, hier seht ihr den Hamburger Dom. Und ratet mal, was nicht stattfindet. Der Hamburger Dom. Das heißt, es hat jetzt irgendwie geschlossen. Hier ist noch ein Bunkeranstand, jetzt zeige ich ihn noch schnell. Ich bin sehr froh, weil jetzt gebe ich nicht mehr extra Geld aus. Aber ich finde den Bunker übrigens sehr erwähnenswert. Ja. Lol, wohnt hier jemand dort oben? Schau mal. What the fuck? Es macht Glas. Schock meines Lebens. Ihr seid richtig, hier ist einfach alles leer, keine Ahnung. So ist jetzt alles leer. Alles leer hier. Leute, wir sind gerade bei der Schanzenviertel, Umgebung, scheiß Ding da. Auf der Schanze, in der Schanze. In der Schanze, okay. Und ja, gibt schon einige Menschen hier, kann mich sagen. Und das ist auch so eine Party gegen hier.
halt Reifen und so ein Scheiß. Ja, voll. Ich würde sagen, wenn du Public Viewing Sachen suchst bei der WNS, ja, dann geh hier hin. Easy. Also Leute, sind da echt tausende Menschen hier, oh mein Gott. Schau mal selber nach links, schau mal nach links. Alter. Alter, Leute, es geht hier ab. Und wir laufen auch hier rum, nehmen die Umgebung wahr und die Atmosphäre und dann geht's wieder zurück. Das sind ja überall Leute hier, überall. Das sind überall Leute, also ich glaube, ich bin gerade der Mensch, der am meisten angeschaut wird, weil er hier irgendwo filmt. Aber passiert. Ja. Also das hier ist das Schulterblatt. Das ist wohl die Straße im Schanzenviertel, die bekannteste. Wie ist denn das? Als der G20-Gipfel war, waren ja auch die größten Ausschreitungen. Da wurden echt hier jetzt? Da wurden hier Geschäfte eingetreten und alles irgendwie ausgebrannt und was weiß ich nicht alles. Da war es irgendwie auf dem Schulterblatt brennt. Das heißt, ja, Schulterblatt ist auf jeden Fall die Straße. Hilfe, was geht hier ab? Leute! Alles klar! So Leute, ihr seht auch hier hinten keine Menschen, nirgendwo Menschen, also nicht mehr so viel wie vor, lol. Das war die bekannte Straße hier. Leute, an dieser Stelle verabschiede ich mich, danke fürs Zuschauen. Und das war ein cooler Video, eventuell. Ja, also ciao. Tschüssi.